Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und diesmal ein kleines Infovideo und zwar zu YouTube. YouTube bastelt zurzeit etwas an seiner Seite herum, was man bemerkt, wenn man sich mal die Inside-Statistiken und Daten hier ansieht. Immer wieder alles verbuggt. Steht mal wieder seit 2 Tagen komplett auf Null. Und so einige neue Features wurden schon freigestellt. Bei einigen Usern sieht man das schon, bei einigen auch nicht. Das ist halt noch etwas buggy. Aber schauen wir uns die mal an. Wenn ich hier mal auf meine Abonnenten gehe, die ich abonniert habe und mal auf ein Video klicke, das Ganze mal anhalte, dann sehen wir, dass hier unten eine neue Leiste ist. Und wenn ich da rüber gehe, sieht man schon, dass diese so aufklappt. Zu der Leiste vom Design her passt sie erstmal gar nicht zum YouTube-Design und vielleicht wie das komplette YouTube-Design noch angepasst oder andersrum zu der Leiste angepasst, wer weiß. Mal schauen. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, sehen wir die neuesten Videos von den Leuten, die wir abonniert haben. Wir können ja einmal so durchklicken und uns die ganzen anschauen. Dann haben wir oben noch Einstellungen. Wir können hier mit den Pfeilen durchklicken, das ist normal. Wenn wir hier draufklicken, haben wir noch 3 Einstellungen. Das ist einmal, wir können uns hier eine Warteschlange erstellen, wo wir Videos reinziehen können. Und wir können alle Videos löschen, die wir drin haben. Dann können wir hier noch automatisch Wiedergabe ein- und ausschalten, wenn wir hier draufklicken. Das heißt, wenn dieses Video hier zu Ende, wenn ihr das zu Ende gesehen habt, geht das Ganze einfach weiter zum nächsten Video in der Liste hier. Hier können wir das Ganze noch aktualisieren, wenn wir neue Videos sehen wollen. Vielleicht sind neue drin. Und hier das wieder zuklappen. Das war's zu der Leiste. Und wenn wir jetzt auf die Startseite gehen und dann mal auf diesen Video-Hochladen-Button gehen. Zurzeit wird es noch nicht angezeigt, aber soweit ich weiß, bei den englischen Seite von YouTube wird das Ganze schon angezeigt. Und zwar ist es jetzt möglich, YouTube-Videos in einer Länge von maximal 15 Minuten hochzuladen. Also 14 Minuten 59, sowas in der Art kann man dann hochladen, anstatt diese 10 Minuten. Als Nicht-Partner geht das Ganze. Und das ist doch eine ziemlich gute Neuerung. Kann man einige Videos, Tutorials und ähnliches doch in einer bestimmten Länge hochladen und man muss nicht so viele verschiedene Parts hochladen. Das hätte mir auch schon ziemlich geholfen, aber naja. Das war's zu den neuen YouTube-Updates, die ich zurzeit gesehen habe. Wenn ihr noch andere entdeckt habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und schreibt einfach hier auch in die Kommentare, was ihr dazu meint. Zum Beispiel zu dieser Leiste, die einfach nicht so berauschend aussieht und was mit YouTube zurzeit los ist. Schreibt es einfach und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.